Was würdest du jemand, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, der jetzt plant mitzumachen, was würdest du dem raten? Boah, weiß nicht, sich dem Bewusstsein, dass man diesem Fame, den man da kriegt in so einer Sendung, dass der nicht echt ist, dass es nicht natürlich ist, selbst für richtig berühmte Musiker. Also gerade zu meiner Zeit, als da noch irgendwie 8 Millionen Menschen zugeschaltet haben oder 10 Millionen, du warst jede Woche präsent im Fernsehen, ja. Tag ein, Tag aus, bei Punkt 9, Punkt 12 oder wie das Und alles alles, hieß und ja. so. Und dann nochmal da eine Sendung und da nochmal und so. Und im Radio hier wird was besprochen und so. Und dann im Ja. Internet natürlich mit deren eigenen Clipfish-Ding da. Und am Ende, bis wenn diese Show vorbei ist, dann ist nichts mehr da. Dann, das baut sich so auf, aber Ja. kein Gerüst darunter. Das heißt, es baut sich ins Leere und danach fällst du runter. Und entweder machst du dich bereit auf den Sprung und hast einen Fallschirm mit oder so, weil runter geht es auf jeden Fall, weil es unnatürlich ist, so, ja, weil es unnatürlich ist, so berühmt zu sein. Ging ja auch schnell hoch in dem Moment, ne? Genau. Und andere Bands zum Beispiel, die sich langsam aufbauen durch viele Gigs spielen und sowas, die bauen sich so eine Puffer, so einen Puffer auf. Ja. Das heißt, wenn sie dann ein schlechtes Album machen, sie fallen nicht weit, weil sie immer noch ihre Fans haben und so, die sie unterstützen. Und dann können sie Ja. es immer noch besser machen mit einem besseren Album und so weiter und so fort. Und so baut man sich auf. Und da ist der Fall dann nicht ganz so krass. Ja, klar. Also ich würde einfach jedem, hätte ich gerne von jemand anders damals erzählt bekommen, dass dieser Fame, dass das nicht du bist, dass es nicht das ist, was du kannst, und du bist nicht berühmt dafür, für das, was du kannst, sondern du bist nur berühmt, weil du Tag ein, Tag aus in der Glotze zu sehen bist. So, Danke, ja, Siri. Stößchen, erstmal. Prost. Aber ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Meine erste Frage wäre jetzt zu dieser absolute Klassiker: Wie geht's dir denn? Aber du strahlst, die Sonne strahlt, du hast einen Cocktail. Ich meine, dir geht's jetzt nicht wirklich schlecht gerade, oder? Nein, mir geht es wirklich nicht schlecht. Also gerade im Moment scheint mir die Sonne aus dem Arsch. kann ich so sagen, und auch gut, dass es so ist. Ich habe mir jetzt Urlaub genommen und bin mit meiner Tochter hier auf der Insel. Und wir nehmen uns einen Monat Zeit, bevor es wieder losgeht mit der Schule. Und ja, mir geht's gut. Nach einem harten Winter, jetzt Ja. so langsam wieder einen schönen Horizont in Sicht. Gut. Pass auf, in Sicht. Jetzt kommt die Überleitung. Ich hörte nämlich, dass du Sicht sehen, ne? Möchtest du mich sehen, dass du ein neues Lied Ja. hast? Das ging jetzt Oh, ums wow. Umbecken, aber komm, es war gut. Es war gut. Genau. Wie bist du denn zufrieden? Wie kommt der Song gerade an? Naja, so wie es halt so ist, ne? Momentan. Man kann nicht viel machen, man kann den Song nicht viel bespielen, man kommt nicht viel rum. Deswegen, ich bin auch in den Urlaub gefahren, weil es tatsächlich keine Termine, die es so gibt, die man so spontan Ja. machen kann, so wie man es früher gemacht hätte, schnell da spielen, hier da spielen und so. Das muss alles irgendwie konform sein und abgesprochen werden und möglichst auch abgesagt werden. Deswegen, ich denke, ich spreche da für viele Künstler. Also in der Pandemie was zu releasen, ist schon schwierig, weil es schwieriger ist, neues Publikum anzusprechen, und man quasi mit der Base, die man hat, quasi arbeitet. Ja. Und ja, und das ist dann für viele schwierig und ein bisschen frustrierend. Für mich ist es nicht so frustrierend, weil ich habe gelernt, diese Erwartungshaltung irgendwie nicht aufzubauen. Nicht allzu stark durch bestimmter Vergangenheit, kann ich damit ganz gut umgehen. Okay, aber worum geht es denn in dem Song? Magst du mir da ein bisschen was drüber erzählen? Er hört sich ja so sommerlich leicht, das Video ist auch sehr sommerlich Auf leicht. jeden Fall. Gibt es Auf da, jeden magst du mir Fall. das mal irgendwie so zusammenpressen auf ein Thema? Um was geht's? Es geht um die Gefühle, die man hat, nachdem man gerade einen schönen Abend hatte mit jemandem, den man wirklich gern mag. Weißt du, es mag das erste Date gewesen sein oder gerade jemand in der Bar getroffen und die Nummer gekriegt und gehst nach Hause mit diesem Gefühl, weißt du, dieser Ja. Zwischenmoment. Ja, ich habe den im Herbst geschrieben. Oh, war das letztes Jahr? Nee, geht ja gar nicht.
vorletztes Jahr im Wintergarten, ist so ein Varieté in Berlin, und da habe ich den in Backstage geschrieben, nachdem ich einen schönen Tag hatte mit jemandem. Okay. Naja. Ich meine, das ist so quasi Sommer der Gefühle, ne? Und deswegen lässt sich das gut übertragen auf ein Sommergefühl, also im wirklichen Leben. Ja. Und wie ist das Video entstanden? Weil das sieht auch teilweise, ich fand, es sieht total sympathisch aus, weil es sieht irgendwie aus wie so mit einer Handykamera, ne? Man fährt so irgendwo hin und filmt dann eben so vor sich hin. Ist es auch wirklich so entstanden? Also war da so viel DIY dabei? Also, ich hatte eigentlich große Pläne, was dieses Video betrifft. Eigentlich sollte das riesenfette Produktion werden und so. Und ich wurde aber leider 3 Tage vor Drehbeginn heftigst enttäuscht vom Direktor und dem Kameramann, dass er dann doch nicht kann, nach 3 Wochen Vorarbeit. Somit war ich gezwungen, irgendwie was anderes zu machen. Ich hatte das Boot bereits und dachte mir, fuck, egal, scheiß drauf, es gibt ein Boot. Und ein Boot sieht gut aus. Was brauchen wir? Ich habe einfach schnell umgedacht. Weißt du, so einfach, ich habe die bisherigen Videos alle auch selber gemacht und so und wollte endlich mal das loslassen, aber es sollte nicht so sein. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich mache das so auf Oldschool-Basis. Ich besorge mir 2 Cams, tatsächlich Camcorder, 2 identische Camcorder, damit man das gleiche Bild quasi hat, gleiche Qualität. Und dann halt wirklich so eine intime Boyfriend-Girlfriend-Situation haben auf dem Boot. Mhm. Ja, mit ganz viel Ranzoomen, Rauszoomen, damit es super shaky wird und pixelig wird und so. Und und die Protagonistin, die habe ich um 11 Uhr abends vor dem Drehtag, die hat mir dann zugesagt. Okay. Ja. Also alles relativ spannend, aber das sieht man dann doch nicht an. Also das sah für mich so geplant aus. Und dazu gibt es auch noch eine lustige Geschichte, ist, dass am Morgen, als ich sie dann abgeholt habe und wir dann zum Boot gefahren sind, hat sie zum ersten Mal realisiert, dass sie alleine auf dem Boot sein wird. Sie dachte, es ist eine Party auf dem Boot. Okay. Ich wusste nicht, dass sie Protagonistin sein würde und wird. Ja. Und da wurde sie dann richtig schüchtern und so. Und ich glaube, das hat ordentlich dazu beigetragen, dass das halt eben auch so einen intimen Moment hat. Weil ich glaube, wenn ich da so eine richtig, so eine professionelle Schauspielerin, sag ich mal, gehabt hätte, vielleicht wäre das nicht ganz so echt gewesen. Weil teilweise ihr Lachen und so ist halt super echt und halt schüchtern und so. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut eingefangen. Oh, cool. Ja. Also sie wollen auch nicht ins Wasser springen. Also, oh Gott. Ja, das ist immer interessant. Da gibt es eine ganz gute Szene, wo sie so die Leiter runtergeht und sagt, nein, 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 nein. Ach, das war echt, ja? Ja, ja. Also, geil. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Ja, es ist super. Es ist super. Ja. Cool. Aber sag mal, ich habe jetzt gesehen, du hast ja auch, wie gesagt, der Song ist ja jetzt schon ein paar Tage draußen, ne? Aber du bist auch so Streaming-Technik jetzt momentan ein bisschen unterwegs, ne? Also, oder zumindest warst du es. Ich habe auch noch einen Termin gesehen, der jetzt demnächst wieder kommt. Also bei dir wird es ja auch jetzt offensichtlich nicht langweilig. Nö, auf jeden Fall nicht. Ich habe aber auch vor, mehr zu machen, sobald ich zurück bin. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht zu dem, was ich machen möchte. Und auf jeden Fall diesmal nächstes Jahr ein Album fertig haben und rausbringen. Und das wäre dann 10 Jahre seit meinem letzten Release. Also ein schönes Jubiläum. Ja. Ja, ja. Und es wird nicht langweilig, nein. Ja. Aber es war auch nie langweilig. Ich wollte eben sagen, also so wirklich langweilig war es ja auch nicht, das stimmt. Aber hast du denn so diese, sagen wir mal, die ruhigere Zeit jetzt im Lockdown, hast du die denn auch so benutzt, um dann so kreativ zu sein? Wenn du jetzt sagst, so ein Album und so, also schreibst du jetzt gerade schon da so ein bisschen dran? Ehrlich gesagt, die ersten 2 Monate waren für mich sehr fügsam und haben mir geholfen irgendwie, und die habe ich auch kreativ genutzt. Und dann kam, glaube ich, auch so der heftige Blues so mit dem Winter dann, also und 2 Monate, dann war ja erst Juli, ne? Nee, Moment. Dann fing das an, März. März ging es richtig los, genau, mit hier. Ja. Ja, April, genau. Und im Juli denkst du so, oh, Däumchen drehen, wofür überhaupt? Und dann, weiß nicht, andere Beschäftigungen suchen. Weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Nee, ich hab noch den September genutzt und habe noch eine Wohnzimmer-Tour gemacht. Mhm.
so auf kleine Raum und also wenig Menschen und so. Und das war noch ganz cool. Das hat mich auch noch mal irgendwie gut gestimmt, aber dann kam halt der Winter, wie halt für viele, glaube ich, ziemlich schrecklich war. Und ich konnte es nicht so wirklich umsetzen. Das einzige Positive, was ich daraus ziehen kann, ist natürlich, dass wenn man halt am Boden ist und so ein bisschen depressiv unterwegs ist, hat man viel Zeit, sich selbst kennenzulernen. Und für die einen positiv, für die anderen negativ, aber letztendlich lernt man ja daraus viel. Ja. Und es hat mir auf jeden Fall, ich konnte noch mal kurz Revue passieren lassen, ob ich gerade das tue, was ich machen möchte, weiterhin. Okay. Ja, also so. Und den Luxus hatte ich dann doch, es das ja zu überlegen und wusste, ja, das tue ich. Ich wollte nur sagen, ja, ich habe Bock auf Musik und weiterzumachen und so, egal wie schwer es und wie scheint und wie Leute, yeah, oh, mit der Musik macht man kein Geld mehr. Ich so, mein Gott, aber es macht Spaß und irgendwie geht's schon. Ja. Und es hört sich abgedroschen an, aber es ist ja so, Geld ist nicht alles, ne? Also von daher. So. Ja, genau. Aber ich habe in der Pressemitteilung gelesen, da stand irgendwie, ich weiß nicht wortwörtlich, aber so von wegen, hat Stadionauftritt von Udo Lindenberg gerettet. Und ich dachte mir so, ist das jetzt irgend so ein Funfact, den ich noch nicht gehört habe? Da wollte ich mal nachfragen jetzt, was heißt das denn? Was hast du da gemacht? Sag mal. Das war, wir schreiben das Jahr 2014. Mhm. Und da hat Udo Lindenberg sein erstes Stadionkonzert gegeben in Düsseldorf in der Esprit Arena. Und mein Vater war dort und hat mitgespielt, also sollte da mitspielen oder hat auch da mitgespielt. Und ich wollte meinen Vater dort besuchen und die ganze Udo-Gang und so, die ich schon seit klein auf kenne, durch meinen Vater. Und die habe ich dort besucht und das ganze Konzert war ein absolutes Fiasko, ein Desaster, weil es gab irgendwie, ja, Komplikation zwischen dem Veranstalter und dem Künstler und Miscommunication mit den Ticketleuten und so. Oh Gott. Somit der Tag, es waren irgendwie 32 Grad und die Leute durften seit 2 Uhr rein, weil es halt so viele sind, 40.000 Menschen. Und irgendwann hatten die kein Wechselgeld mehr, deswegen musstest du dann 5 Euro zahlen für Wasser. Und dann irgendwann gab es kein Wasser mehr, sondern nur noch Bier. Und das Dach ließ sich nicht öffnen. Ja. Von der Esprit-Arena. Also, und es wurde immer wärmer. Die Leute hatten kein Wasser und kein Bock. Und sie stehen. Und dann fing die Band an, also die Vorband fing an, um, weiß ich nicht, so irgendwie so um 5 oder 6 Uhr. Mhm. Ja, und hat aber nur 45 Minuten gespielt. Und Udo durfte erst um 9 Uhr anfangen. Oh Gott, ich glaube, so war es. Wegen der Absprache, wegen dem Feuerwerk und so, die ganzen Funk-Dinger und so. Mhm. Und deswegen, die mussten um 9 Uhr anfangen. Das ging nicht anders. Und dann auf einmal war da so ein Loch von einer Stunde und 15 Minuten, die nicht gefüllt waren. Und die Leute wurden sauer, haben Becher auf die Bühne geworfen, haben manche sind nach Hause gegangen. Es wurde komplett zerrissen von diversen Zeitschriften und so. Ja. Und dann habe ich gehört, ich war so hinter der Bühne und habe dieses Buh-Spektakel gesehen, und das ist Fiasko. Und dann habe ich einen Techniker gehört, der zum anderen gesagt hat, haben wir nicht irgendeinen Idioten, den wir rausschicken können? Und ich hebe meine Hand schneller, als ich denken konnte und sag so, ich mach's. Ja. Und die so, was machst du? Ja, so, so, wenn ihr einen Idioten braucht, ich gehe raus. Ja. Also, was willst du denn spielen? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber irgendwas wird mir einfallen. Also hast du überhaupt eine Gitarre? Und in dem Moment kam schon der Gitarrentech von der Udo-Band an und meint so, hier, kann die Gitarre benutzen. Und dann wurde das kurz abgesprochen und dann durfte ich raufgehen. Okay, ist auch sehr mutig dann in der Situation. So, weiß ich nicht, Dummheit und Mut oft nah beieinander. Aber ich wollte und konnte mir das nicht nehmen lassen, vor 40.000 Menschen einfach mal spontan zu spielen. Und dann, und dann bin ich mit der Akustikgitarre da rausgelaufen und dann wurde mir erst bewusst, was ich gemacht habe. Und dann habe ich echt so eine Minute gebraucht, um mir einen Song einfallen zu lassen, den ich jetzt spiele. Ja. Ja, also, womit fängst du jetzt an? Verrückt. Ja, aber es war super. Du hast ja echt jetzt so total viele Sachen gemacht, ne, wenn man mal so zurückguckt. Ich meine, klar, jetzt mal so DSDS, ne, und jetzt das Apollo hier in Düsseldorf zum Beispiel und so weiter und so weiter. Richtig.
wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, von mir aus auch mal Richtung DSDS, würdest du denn sagen, ja, du würdest alles nochmal genauso machen? Also würdest du nochmal versuchen, über eine Castingshow sowas zu machen? Oder würdest du sagen, ne, vielleicht würde ich diesmal so eine andere Richtung gehen? Ist natürlich immer fies so eine Frage, ob du das genauso machen würdest. Aber ich glaube, ich würde einfach der Freundschaft wegen, würde ich sagen, nein, würde ich nicht machen. Hm. Weil der jugendliche Leichtsinn hat mich doch dazu verführt, irgendwie da mitzumachen, einfach nur, weil ich nicht mehr in der Schule sein wollte. Und aber eigentlich habe ich dadurch so viele Freundschaften von mir und so alte Kollegen und so damit ruiniert. Oh, wusste man okay. nicht, weiß man ja. nicht, weiß man später. Ich meine, ich habe auch daraus gelernt und bin deswegen auch der Mensch, der ich jetzt bin. Und bin ihm sehr dankbar die ganze Zeit auch. Ich habe auch überhaupt keinen Hass auf DSDS oder RTL oder irgendwie sowas, was einem immer so vorgeworfen wird. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit irgendwas davon, außer halt die zwischenmenschlichen Geschehnisse, die halt ja so quasi der Rattenschwanz dieser ganzen Geschichte war. Hm. Ja. Okay. Und was würdest du jemand, wenn ich jetzt jemand fragen würde, der jetzt plant mitzumachen, was würdest du dem raten? Boah, weiß nicht, sich dem Bewusstsein, dass man diesen Fame, den man da kriegt in so einer Sendung, dass der nicht echt ist, dass es nicht natürlich ist, selbst für richtig berühmte Musiker. Also gerade zu meiner Zeit, als da noch irgendwie 8 Millionen Menschen zugeschaltet haben oder 10 Millionen, du warst jede Woche präsent im Fernsehen, ja. Tag ein, Tag aus, bei Punkt 9, Punkt 12 oder wie das Punkt alles hieß ja. und so. Nochmal da eine Sendung und da nochmal und so. Und im Radio hier wird was besprochen und so. Und dann im ja. Internet natürlich mit deren eigenen Clipfish-Ding da. Und am Ende, bis wenn diese Show vorbei ist, dann ist nichts mehr da. Dann, das baut sich so auf, aber du hast kein Gerüst darunter. Das heißt, es baut sich ins Leere und danach fällst du runter. Und entweder machst du dich bereit auf den Sprung und hast einen Fallschirm mit oder so, weil runter geht es auf jeden Fall, weil es unnatürlich ist, so berühmt zu sein. Mhm. Ging ja auch schnell hoch in dem Moment, ne? Genau. Und andere Bands zum Beispiel, die sich langsam aufbauen durch viele Gigs spielen und sowas, die bauen sich so einen Puffer auf. Yeah. Das heißt, wenn sie dann ein schlechtes Album machen, sie fallen nicht weit, weil sie immer noch ihre Fans haben und so, die sie unterstützen. Und dann können sie es immer noch besser machen mit einem besseren Album und so weiter und so fort. Und so baut man sich auf. Und da ist der Fall dann nicht ganz so krass. Mm. Ja, also ich würde einfach jedem, hätte ich gerne von jemand anders damals erzählt bekommen, dass dieser Fame, dass das nicht du bist, dass es nicht das ist, was du kannst und du bist nicht berühmt dafür, für das, was du kannst, sondern du bist nur berühmt, weil du Tag ein, Tag aus in der Glotze zu sehen bist. Das war's. Ist so. Ja. Du musst nichts können. Du musst nichts können. Ja, dann lass uns doch nochmal übers Können sprechen, und zwar über die nächsten Monate, weil ich habe hier immer auch auf meiner Liste stehen, was planst du denn noch so für dieses Jahr? Also hast du irgendwie, ich meine, klar, du bist ja jetzt momentan erstmal ein bisschen Auszeit, ne? Aber was gibt es denn noch so auf der To-Do-Liste für 2021? Ich möchte auf jeden Fall noch eine Single rausbringen, eine gute Laune-Single. Okay. Und ich möchte noch eine, und bis im Herbst, Spätherbst, möchte ich ein richtig fettes Video zu einer traurigen Song rausbringen. Und das möglichst bevor ich dann Mitte Oktober oder Ende Oktober nach Düsseldorf komme, weil ich wieder im Apollo bin. Yeah! Ja, cool. Ich freue mich richtig. Das ist immer eine gute Zeit in Düsseldorf im Apollo. Macht richtig Bock. Aber über die anderen Lieder kannst du mir noch nichts erzählen, so ein bisschen? Bist du da, wie weit du da bist? Oder mit deinem guten Launesong? Also der gute Laune-Song, ich hab zwei zur Auswahl, aber ich glaube, ich werde diese Woche noch einen fertig schreiben, den ich glaube ich eher nehmen werde. Aber ich werde das nochmal absprechen mit den Jungs von der Band und dann schauen wir mal. Also ich, mal gucken. Dann stalken wir auf den sozialen Netzwerken und gucken mal, was da kommt. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, cool. Ach so, und am 22. August
werde ich ein Akustik-Session organisieren. Ich habe das jetzt irgendwie im Anfang Juli eins gemacht, spontan, und das war richtig, richtig genial. Und am 22. mache ich das nochmal, also das letzte Mal. Ja, das war super. Okay, online jetzt oder so in echt so mit Bass und so? In echt tatsächlich. Ja? Mit freien Eintritt und so in Berlin. Okay. Ja. In Berlin, okay. Ja, ja, cool. Musst du rüberkommen. Super, ja, ich wollte eben sagen, Düsseldorf, Berlin ist ja jetzt nicht so weit. Ist ja nicht so. Genau. Aber hör mal, dann vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich bin jetzt auch schlauer, was dein Video angeht. Ich gucke mir gleich an. Ja, stimmt. Jetzt mit den Insights ist es natürlich nochmal was anderes, glaube ich. Genau.